Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um das Thema AliExpress, AliExpress Alternativen, Supplier anschreiben, all diese Themen. Es wurde nämlich im letzten Video, glaube ich, waren 3, 4 Leute dabei, die explizit dieses Video sich gewünscht haben. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, setzen wir das gleich sofort um, ja, euch ein bisschen da zu unterstützen. Bevor wir ins Video tauchen, würde ich mich sehr, sehr freuen über ein Abo, falls du neu auf diesem Kanal bist. Ich produziere Videos im Bereich Dropshipping, E-Commerce, Facebook-Ads, aber auch weitere Online-Business-Modelle. Mit der Zeit werde ich vorstellen, wo wir halt alle drinnen sind, beziehungsweise wo ich drinnen bin. Ich bin ja in ein paar Business-Feldern mittlerweile drinnen und teile so gut es geht natürlich alles. Und ja, natürlich gern ein Like da lassen, die Glocke aktivieren. Ganz, ganz wichtig, ihr könnt gerne in den Kommentaren weiterschreiben, wenn euch diverse Themen interessieren. Muss nicht E-Commerce sein, kann auch Motivation, Mindset, Unternehmertum, Facebook-Ads, digitale Produkte, Consulting, egal was, also überall, wo ich Erfahrung drin habe, kann ich natürlich Videos darüber machen. Deswegen gerne Kommentare nutzen. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. Also, wir fangen jetzt mal an. Thema AliExpress, natürlich die meisten starten mit AliExpress, ist jetzt nicht das, natürlich für den Anfang ist es okay, wenn man Oberlo und AliExpress nutzt, aber man sollte relativ rasch eigentlich direkt mit Suppliern zusammenarbeiten. Und ich sage es gleich, wie es ist, diese Alternativen, wir haben sehr viele AliExpress Alternativen getestet, die sind alle nicht gerade besser. Also es gibt überall genauso schlechte Erfahrungen, bis auf unseren hauseigenen Supplier, den du bei der Ecom University bekommst. Deswegen Link in der Beschreibung, sichere dir gerne ein Beratungsgespräch. Da hast du mitunter wahrscheinlich einen der Top 3 Supplier, den es zurzeit gibt. Und ja, wir gehen mal drüber. Also ich habe es ja schon öfter erwähnt, es gibt CJ Dropshipping. CJ Dropshipping ist im Endeffekt ähnlich wie AliExpress, nur dass das Ganze, also bei AliExpress sind ja sehr viele Händler, da kann sich jeder listen. CJ ist im Prinzip nur ein Händler. So, es gibt gemischte Erfahrungen. Wir haben die eigentlich per se noch nie exzessiv genutzt. Ein paar Studenten von uns, die teilweise zufrieden waren, teilweise absolut gar nicht zufrieden waren, speziell in Corona-Zeiten natürlich. Es ist eine Alternative, kann ich aber jetzt auch nicht sagen, hey, nutzt das, bin ich ganz ehrlich. Also ihr könnt gerne auf CJ Dropshipping, ich verlinke euch alle Sachen, die wir hier oder die ich heute hier zeige, in der Beschreibung sowie im ersten Kommentar. Aber ja, CJ hat teilweise sehr hohe Versandkosten gehabt und auch die Lieferzeiten, Lieferung und Customer Service war jetzt nicht immer top. Die zweite Geschichte ist Udroppy, in die ich sehr viel Hoffnung gesetzt habe auch. Also ich dachte, wir werden das Ganze, ich dachte so, geil, also wir haben auch einiges über die gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es an Corona lag, aber war Chaos. 6, 7, 8, 9, 10 Wochen Lieferzeiten, obwohl wir eigentlich, obwohl überall angeschrieben ist, ich werde meinen Kopf hier wegtun. Wir werden uns hier mal einloggen. Ich kann euch das mal zeigen, wie das aussieht. Und zwar das Backoffice, alles sehr, sehr hübsch. Das heißt, es ist wirklich definitiv besser als wie bei CJ. CJ ist mehr rustikal, ich kann euch das auch mal zeigen. Für diejenigen, die es noch nie gesehen haben. Ich weiß jetzt nur nicht mein Passwort hier. Genau, also das ist schon ein bisschen mehr rustikaler hier, würde ich mal sagen. Und ja, die haben auch sehr viele Warehouses. Man meint, dass das gut ist, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also ich bin einfach, die Erfahrungen, die mir zugeteilt worden sind, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also die haben jetzt zum Beispiel im deutschen Warehouse 21 Produkte drinnen. Sind jetzt auch nicht gerade, wenn das wäre noch interessant, so ein Produkt geht eigentlich immer. Aber wir werden mal gucken, was dieser Versand jetzt, zum Beispiel wir wollen jetzt das Germany Warehouse,
Und ihr seht hier auch dann automatisch natürlich die Versandkosten. Das heißt, mit der Deutschen Post kostet es nach Österreich, nach Germany direkt. Ja, schon besser, aber trotzdem 5. Also 8 Dollar, Good Package. Wäre schon besser, Good Package zu nehmen, gell? Haben auch nur 104 Stück auf Lager, Processing Time 1 bis 2 Tage plus nochmal eben dann die Lieferzeit, Deutsche Post 3 bis 6. Ja, wie gesagt, ich kann nur von den Erfahrungen, die mir zugetragen worden sind, ich nutze die nicht. Und deswegen, uDroppy habe ich eigene Erfahrungen und Katastrophe damals. Grundsätzlich ziemlich cool, du kannst deinen Store verknüpfen, du kannst verschiedenste Produkte, die haben auch eigentlich relativ solides. Also bis jetzt schon knapp 4000 Produkte, haben auch die gängigsten Produkte am Start. Also das sieht man oder hat man oft gesehen. Thema mit Knie, 3,71 Dollar. Hier steht auch eben, wenn wir jetzt hergehen, Germany. Jetzt haben sie es eh schon mittlerweile erhöht, 10 bis 18 Working Days. Früher waren es immer 5 bis 10 oder 5 bis 12. Ja. Ich muss sagen, also ich habe die jetzt seit Corona dann nicht mehr genutzt, weil ich so pissed war, bin ich ganz ehrlich. Deswegen eher no. Könnte sein, dass es wieder funktioniert. Müsste man testen, aber das, was da passiert ist, teilweise 8 bis 10 Wochen und Support hat immer gesagt, ja, wir melden uns und dann melden sie sich nicht mehr. Finde ich nicht so cool, wenn wir wirklich da viel Geld auch lassen. Aber ansonsten, das System und all das Ganze ist ziemlich cool. Also, deswegen habe ich auch sehr, sehr große Hoffnungen in dem Bereich gesetzt auch, aber naja, kann man nichts machen, gell? Dann haben wir Spocket, habe ich selbst noch nie genutzt, sagt selbst von sich selbst, dass einer der größten, besten Dropshipping-Suppliers für US- und EU-Products sind. Ich glaube, ich habe hier aber trotzdem auch einen Account, ich bin mir jetzt nicht sicher. Schaut sehr stark danach aus. Und genau, kannst du natürlich auch wieder verbinden mit deinem Shop und sind eh alle, also schauen wir mal bei PC rein, was da so gibt. Okay. Ja. Ist eigentlich. Und Spocket hat halt also hier ist zum Beispiel, das ist jetzt nur US. Also die haben schon relativ krasse Lieferzeiten im Bereich US natürlich. Also wie man sehen kann, für diejenigen, die jetzt im amerikanischen Bereich sind, kann man das definitiv machen. Aber wir wollen mal hier Thema Europa ansehen. Bis 3 Tage. Ja, also ist halt auch sehr England-lastig natürlich. Und ja, gibt es auch, verlinke ich euch, könnt ihr euch mal testen. Am besten ihr testet selbst. Das Ding ist halt, ich habe Erfahrung gemacht, andere Leute haben Erfahrung gemacht, aber am besten ist es einfach immer selbst das zu testen. Wie testet man das, wenn ihr jetzt im deutschen Raum unterwegs seid? Geht her, holt euch überall einen Account und bestellt einfach etwas um ein paar Dollar zu euch nach Hause. Und dann werdet ihr sehen, A, wie die Verpackung ist, Produktqualität sowie Lieferzeit. Ist einfach der beste Tipp, den ich euch hier mitgeben kann. Dann haben wir noch Sendrop, ist eher lastig für, ich habe darüber schon mal was bestellt, auch 15, 16, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich hier. Ja, ich habe darüber schon mal was bestellt, ist auch schon ein Zeitl her. 16, 17, 18 Tage war Lieferzeit. Hier wiederum, also das Design hier technisch top, muss man echt sagen. Du bekommst auch immer Supplier-Updates, also hier zum Beispiel, due to recent shipping price increase, one of our suppliers, China Warehouse, has increased their price by $1,50, is only temporary, bla 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 bla. Great News Center has also recently onboarded a new trusted supplier Cyberkit. Das heißt, Sendrop hat auch mehrere Supplier im Prinzip. Das kann man zum Beispiel, den haben sie jetzt neu gelistet. Schauen wir das mal an. Kein Produkt am Start. Top. Wir gehen mal auf alle Suppliers. So. Und ist sehr hübsch gemacht. Das nervt.
Ist sehr, sehr hübsch gemacht. Ich kriege das nicht weg, sorry. Und hier seht ihr auch immer, woher. Also China Warehouse natürlich. Hier zum Beispiel Produktkosten. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr auch immer schauen, okay, das kostet eben das Produkt. Momentane Lieferzeit ist natürlich US immer ein bisschen schwierig, 10 bis 20 Tage. International, jetzt zum Beispiel gehen wir mal Germany ein. 6 bis 13 Tage, sehr solide, $3,50. Processing Time 1 bis 3 Tage. Und genau, du kannst hier nämlich Samples bestellen. Deswegen, ich würde wirklich das machen. Sendrop ist, wie gesagt, wenn die das einhalten können, aber sind wir eh auf dem Stand wahrscheinlich, wie ich damals schon war, eben 15, 16, 17 Tage. Meiner Meinung nach für deutschsprachigen Raum schon wieder fast zu lang, weil wenn du mit AliExpress mit Special Line versendest, hast du 9 bis 10 Tage und alles ist gut. Also nur mal als Randnotiz, wir haben nämlich 150 Orders über AliExpress jetzt vor einem Monat ja, fulfilled mit Special Line und 9 bis 10 Tage in Deutschland gewesen. Also wirklich sehr, sehr schnell. Genau, das sind ein paar Alternativen. Aber die zweite Frage war natürlich, okay, mein Kopf geht leider nicht mehr. Jedenfalls, die zweite Frage war natürlich auch Thema AliExpress Supplier, wie die einschreiben. Und das ist relativ simpel. Das Ding ist, nehmt euch, ihr müsst euch halt Zeit nehmen, gell? Also nehmt euch bitte einfach einen halben Tag lang Zeit am Wochenende oder wo auch immer, wann ihr Zeit habt oder macht das zwischendurch und geht her. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Nische ihr seid, aber wenn ihr jetzt von mir aus im Bereich, keine Ahnung, Kitchen seid, so, dann geben wir mal irgendwas da ein, dann klicken wir auf Orders und dann können wir hier einfach die ganzen Stores, jetzt als Beispiel, einfach so rausnehmen. Wir nehmen jetzt nur die. Und dann gehen wir hierher und klicken hier auf Contact Now. Und schreibt mal 50, ich weiß nicht, warum ich wieder ausgeloggt bin, schreibt bitte einfach 50 bis 150 an mit einer Copy- und Paste-Nachricht in Form von, hey, wichtig ist, ich weiß nicht, was da hier los ist, wichtig ist, dass ihr ja jetzt nicht übertreibt, aber schon euch positioniert in einer Position, auch wenn ihr erst Anfänger seid, umschreibt das ein bisschen so in Form von hey, I'm starting a new project oder was auch immer. Ups. So, wo ist der jetzt? Können wir den jetzt kontaktieren? Genau. So. Dann öffnet sich hier so ein Feld und schreibt, hey, we starting a new E-Commerce project. And we are searching for a trusty supplier with good prices and shipping times to Punkt, 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 das heißt dahin, wo du versendest. Ups. Ja, egal. Und dann schreibt ihr so, we found your store and would like to work with you ex. Und so weiter. Das heißt, einfach anschreiben die Leute, macht sehr viele werden nicht zurückschreiben, aber es müsst halt einen halben Tag investieren und dann habt ihr wirklich von 150, wenn sich da nur 5 bis 10 melden, hey, dann nächster Step einfach Skype, WeChat, WhatsApp sofort irgendwie weg von AliExpress gehen und mit dem wirklich ja, reden. Und er soll dir Preisliste schicken, Shipping Times, vielleicht orderst du auch Muster wirklich von den verschiedensten Supplier, schaut euch das an. Und das wäre so, oder das ist die Vorgehensweise, wie ich es gemacht habe. Und wenn du den ultimativen
den ultimativen Supplier haben möchtest, den es gibt, dann musst du eigentlich einfach nur auf ecomuniversity.at gehen, hier auf Termin vereinbaren und dir einen Termin vereinbaren und mit uns sprechen. Ganz ehrlich, also ich habe in meinen 5 Jahren, ich weiß, ich klinge da ein bisschen wie ein Fanboy, aber ich habe in meinen 5 Jahren noch nie so einen Supplier erlebt, den wir momentan haben, mit 5 Tage Lieferzeit weltweit, Custom Packaging, Thank You Letter. Du kannst sogar einen Customer Service bei ihm auslagern lassen, jetzt demnächst. Also das ist crazy. Und ja, jedenfalls würde mich freuen, wenn wir kooperieren. Thema Ecom University, erster Link in der Beschreibung, könnt euch gerne einen Termin vereinbaren. Wir haben nicht nur den besten, einer der besten Supplier, sondern wir haben so viel und in diesem Beratungsgespräch geht es halt genau darüber. Jedenfalls hoffe ich, dass euch das Video ein bisschen näher gebracht hat. Es tut mir leid, dass ich dir jetzt hier nicht die besten, so wie alle anderen hier auf YouTube, habe ich ein paar Videos gesehen, ja, Top 5, alle. Ich werde euch nicht anlegen, die sind alle nicht Premium und super cool. Und das ist ein bisschen ein Prozess, bis du einen Supplier findest. Alleine. Und deswegen, meine erste Variante wäre tatsächlich auf AliExpress zu gehen und 150 Supplier anzuschreiben. Und eventuell eben bei denjenigen, die ich euch gezeigt habe, CJ ist halt, ja, wie gesagt, uDrop, die habe ich auch schlecht erfahren, aber bei Sendrop zum Beispiel, bei Spockhead, ordert euch jeweils überall ein Produkt, dann seht ihr auch gleich, okay, Lieferzeit, Produktqualität, Verpackung, das sind die drei wichtigsten und dann entscheidet selbst für euch. Und genau, so könnt ihr einen Supplier, einen Zwischensupplier mal finden. Aber ich sage es euch ehrlich, es ist wirklich ein langer Prozess, deswegen ist es nicht immer so einfach. Du musst viel hin und her schreiben, aber es zahlt sich aus. Ja, das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne einen Daumen nach oben. Bitte in den Kommentar schreiben, falls du Fragen hast oder aber auch Wünsche, Themen, Anregungen zu weiteren Content auf diesem Kanal. Würde mich mega, mega freuen. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Ich wünsche euch alles Gute, eure Cardo. Ciao, ciao, baba.